Die zwei. Heißt das, du kannst zwei Runden lang nicht schießen? Oder du hast nur noch zwei Schuss? Wahrscheinlich eh nur noch zwei Schuss. Hm? Okay. Axt. Ich versuche mal ihn zu hauen und dann nochmal wegzulaufen. Levelaufstieg. Ah, sehr gut. Okay, was hätten wir denn gerne? Mehr Lebenspunkte, mehr Glück, mehr Genauigkeit, mehr Gegenangriff, mehr Entspanntheit. Oh, er ist ein wenig unentspannter als vorher. Hm. Weiß nicht. Da er primär im Nahkampf geht, braucht er keine Genauigkeit. Gegenangriff könnte praktisch sein. Ich glaube, ich nehme... Ja. Oder Glück. Vielleicht gilt unter Glück auch sowas wie Ausweichen oder weniger Schaden bekommen. Ich glaube, Ovich wird unser Glückskeks. So, wir haben 5 Punkte zu verteilen. Okay, 5 Punkte auf Glück. So. Und keine neuen Lebenspunkte bei Levelaufstieg. Das ist schon mal sehr gut. Das mag ich bei recht vielen modernen Spielen nicht unbedingt. Dein... So, du. Schieß auf komischen Hund. Sehr gut. Und zieh dich zurück. Oh, zieh dich weiter zurück. Sehr gut. Du kommst da nicht lang. Okay, du schießt im Nahkampf auf den komischen Hund. Du kriegst auch einen Levelaufstieg. Sehr gut. Dann bekommst du Genauigkeit auf 90%. Und ein mehr Lebenspunkte. Und ziehst dich danach zurück da oben in die Ecke. Beenden. So, der rechte Hund müsste verbrennen. Okay. Der Schaden wird jede Runde weniger. Das heißt, es könnte sein, dass in ein, zwei Runden das Feuer auch ganz aus ist. So, du hast noch kein Level up. Und du, Hund, bist fast tot. Also gehst du jetzt da hin. Und... Nee, Baseballschläger? Baseballschläger. Sind schon mal 10. Du schießt für mindestens 8 Schaden. Danke. Hätte es andersrum. Na, hätte ich es andersrum gemacht, hätte er gar nichts abbekommen. So hat er wenigstens ein bisschen was bekommen. So, du hast noch 20 Lebenspunkte. Du läufst einfach mal weg. Runde beenden. 5 Schadenspunkte. Okay, erste Runde 15, zweite Runde 10, dritte Runde 5. Und aus ist er. Du. Hau ihn. Du. Baseball ihn. Glück? Glück macht wahrscheinlich kritischen Schaden. Und sein Levelaufstieg hat er auch. Sehr gut. So, du hast Genauigkeit schon recht hoch und Glück schon recht hoch. Dafür ist deine Entspanntheit nicht sehr hoch. Was komisch ist, da du der Chef von der ganzen Aktion hier bist. Also gebe ich dir mal 2 Entspanntheit. Gegenangriff. Oh komm, ein bisschen Gegenangriff und Lebenspunkt. So, Kampf 2. Oder kommt noch irgendeine Überraschung? Nee. Sehr gut. Garcia. Aha. Schließen. Das war schon mal ein Zacken härter als vorher. Wie schaut das jetzt aus mit dem Flammenwerfer? Sieht man nichts. Ja, also ich glaube, der hat unendlich Munition. Davon würde ich gerne noch 2 finden. Er ist jetzt wieder ganz grün. Okay. Du geh bitte wieder zurück auf dein Gewehr. Benutze Gewehr mit... Nein. Okay. Aber ich glaube, wir sollten uns weiter oben umgucken. Hier war es schon ganz schön schwierig. Also schwieriger als bisher. Deswegen gucke ich lieber erstmal hier weiter. Naja.
Wir werden uns mit diesen Biestern anlegen müssen, wenn wir zum Tor wollen. Und diesmal sind sie noch größer. Das wird kein Spaziergang. Okay. Und sie können schießen, das ist das Doofe. Ich weiß nicht, ob sie schräg schießen können. Wenn sie es nämlich nicht können, dann könnten wir... Warte mal. Da. Da müsste er stehen. Das geht so nicht. Und du? Schräg. Da. Oder da. Dann geh doch mal dahin. Schieß auf ihn. Geh dann... Wenn du dahin gehst, bist du vor ihm sicher. Aber er könnte dahin gehen und schießen. Also so oder so wird einer auf ihn schießen können. Und er hat jetzt schon nicht viele Lebenspunkte. Na gut, hilft nichts. So, du kannst von hier aus schon auf ihn schießen? Nein. Einen Schritt vor. Schießen auf ihn. So, war, aber wir müssen jetzt dich so hinstellen, dass er hier auf gar keinen schießen kann. Das heißt, wenn die gleich dran sind, wird er auf ihn schießen können. Und er sollte auf niemanden schießen können. Also musst du einen Schritt runtergehen. Dann kann er hier dich nicht erwischen, außer er kann schräg schießen. Und wenn die Viecher schräg schießen können, haben wir eh verloren. Dann können sie uns immer treffen. So, Ovich. Du hast nicht besonders viel Reichweite mit deinem Flammenwerfer. Denke ich. Es waren, glaube ich, 2 Felder. Das heißt, du solltest dich nicht neben ihn stellen, weil der macht 2 Felder Schaden. Das heißt, du... Hast du ein bisschen Gewehrmunition? Nee. Also Ovich sollte mindestens 4-5 Schuss Gewehrmunition bekommen, damit er in solchen Fällen auch was machen kann. Weil jetzt ist sein Zug gerade verschwendet. Das ist nicht so schön. Also du gehst jetzt bitte... dahin. Damit du nächste Runde eventuell rankommst und den da flambieren. Zugende. Das war sehr, sehr unerwartet. Du schießt bitte auf... Warte, schieß bitte auf den anderen. Dann versteckst du dich hinter dem Fass. Ovich kann nämlich beide mit dem Flammenwerfer gleich treffen, wenn er hier hingeht. Ja, gut. Das heißt, du schießt jetzt bitte auch auf den da hinten. Den da. Das war mau. Und du gehst bitte... hier hin. Und flambierst beide. Sehr gut. Das heißt, der da verbrennt gleich. Und der da kriegt so viel Schaden, dass er noch 6 Lebenspunkte über hat. Und wird dann Ovich schauen. Das heißt, Ovich geht einfach mal einen Schritt zur Seite und guckt nach da. Ich weiß nicht, wie wichtig das ist, in welche Richtung man guckt. Also ob man von hinten mehr Schaden bekommt oder nicht. Das werden wir auch im Spielverlauf rausfinden müssen. Auf wahrscheinlich sehr schmerzhafte Weise. Zug beenden. Bam. Bam. Mhm. Oh, kriegt jemand dafür Erfahrungspunkte? Nein. Das ist jetzt nicht so schön. Au, 30. Okay. Neue Spielmechanik. Es können Monster nachträglich reinkommen. Gut. Du schießt... Wie viele Lebenspunkte hast du noch? 6. Nächste Runde müsstest du tot sein. Du schießt auf den. Und versteckst dich wieder hinter was. So, du gehst dahin, schießt auf ihn, versteckst dich auch hinterm Fass. Und du... gehst dahin, weil der dir nichts tun kann, weil er gleich tot ist. Und du so in einer besseren Position bist, später zu treffen. Eventuell könnte der hier jetzt hier hingehen und auf das Feld schießen und ihn dann doch mit erwischen? Oh, oder einfach auf das Feld schießen und da er 2 Felder trifft, dann den armen Trantinen wieder erwischen.
Ja, mal gucken. So, bam. Mal gucken, ob die Feuerleichen auf Ovichs Killliste gleich auftauchen. Au. So, Della braucht noch eine Runde. Oh, du kannst da hingehen. Okay, ich glaube, wir ignorieren erstmal ihn. Kümmern uns um die Sphinx. Und nächste Runde kann Ovich mit dem Flammenwerfer ihn angreifen. Und wir haben bald keine Munition mehr. Du geh weiter dahin. Du. Au. Die stehen doof. Kann einer von uns noch bewegen? Nein. Okay, Ovich, du bist jetzt ein Kugelfang. Tut mir leid. Kannst nichts machen. Ist was? Okay. Kleiner Nom-Nom zwischendurch. Und es geht ihm besser. So, das heißt, Ovich wird gleich von denen angegriffen. Die Sphinx wird nicht rankommen, ja. Hallo. Die Nahkampfattacke macht weniger Warum ist deine Waffe leer? Also die Nahkampfattacke macht weniger Schaden als die Fernkampfattacke von ihm. Das ist komisch. Und ich glaube, ich gehe lieber einen Schritt ran, weil dann drei Felder von ihm brennen. Ich weiß nicht, ob das mehr Schaden verursacht. So. Du hast nächste Runde noch 8 Lebenspunkte. Du gehst bitte weg. Du machst bitte mindestens 8 Schadenspunkte. Mindestens 8 Schadenspunkte. Mindestens 8 Schadenspunkte. Was sind viel mehr als 8 Schadenspunkte? Sehr gut. Oh, du kannst ihn beißen. Das ist nicht gut. Du machst bitte 22 Schadenspunkte. Ja, ernsthaft. Okay, du gehst weg. Runde beenden. So, kaputt. Dann müsst ihr jetzt schon 3 von diesen Garcias da auf der Liste haben, Ovich. So, du beißt Trantin. Plus 4. Ball in Rücken? Weiß ich nicht. Vielleicht. Du messerst ihn. Oh. Sieg. Aber ein schmerzhafter. Sollten uns gleich ein bisschen verarzten. Und sie tauchen wirklich bei ihm auf. Sehr gut. Also der Flammenwerfer hat bisher keine Nachteile, die ich sehen kann. Nur Vorteile. Sehr schön. So. Du. Verarzte dich bitte. Dein Essen hast du gegessen. Nimm ein Pflaster. Wie jetzt? Ich kann dich nur im Kampf benutzen? Ah ne, warte, wir machen so, so. Zurück. Pflaster. Auf dich selbst. Okay, du. Nom nom. Ich kann andere Leute füttern. Das ist ja auch nett. So. Pflaster. So, okay, alles wieder gut. Du nimmst bitte wieder dein Gewehr in die Hand. Nee, Quatsch, du nimmst bitte dein Flammenwerfer in die Hand. Ha. Lädt er sich auf, während wir hier rumlaufen? Ich hoffe mal, sonst haben wir ein Problem. Oh, wir haben eh ein Problem. 2 Schuss hast du nur noch, 4 Schuss hast du nur noch. Dafür haben wir ganz viel Pistolenmunition. Okay, da werden wir doch umschalten müssen, denke ich. Du hast 5 Kugeln. Gib mal ein paar von deinen Kugeln ab. Ich habe den Verdacht, dass die anderen nichts gleich brauchen werden. Und du hast ja jetzt einen Flammenwerfer, das passt schon. So, 11 Schuss, 11 Schuss, 8 Schuss. Du brauchst noch eine Kugelgewehrmunition. Also wenn das schon Elite-Soldaten sind, die ein ganzes Labor sichern sollen, könnten die denn nicht ein paar mehr Magazine mitnehmen? Das wäre schon sehr cool. Aber gut. Kontrollgerät. Fingerabdruckscanner. Da habe ich doch was. Restgegenstand.
Handschuhe. Klappt nicht. Das habe ich mir mal ganz toll vorgestellt. Benutze eine Tür. Nee. Oh, warte mal. Wir touchen die Handschuhe an die Leiche. Nichts passiert. Okay. Oh, Brett. Großes Brett. Nimm großes Brett. Benutzen wir jetzt nochmal die Handschuhe mit dem Kontrollgerät? Nee. Also, wir müssen wohl erst irgendjemanden finden. Aber wozu sind denn die Handschuhe? Sehr komisch. Großes Brett ist ein großes Brett. Großes Brett mit Tür. Großes Brett mit Kontrollgerät. Nein. Gut, wir müssen also weiter. Kann man zwischendurch abspeichern? Ja. Okay. Dann nutze ich doch mal die Gelegenheit. Speicher ab. LP1. Und mach dann jetzt einen kleinen Cut. Ich hoffe, euch gefällt das Spiel soweit. Ich finde es sehr unterhaltsam. Also gerade, weil es halt alles ein bisschen taktischer ist, alles ein bisschen ruhiger. Man kann sich wirklich überlegen, wann man wo angreift und muss nicht in Resident Evil Manier durchgehen, rückwärts laufen und schießen. Also ja, schöne Stimmung, unterhaltsam, kann man nicht meckern. Und wir sehen uns dann gleich wieder für mehr Piu Piu. Also bis denne.